Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. In dem Bossguide geht es heute um die Tiefsee-Drachen-Echsen-Herde, die wir bekämpfen wollen in Enkanomia. Wie immer, welche Fähigkeiten haben sie? Wie begegnen wir ihnen? Welches Team benutzen wir? All das nach dem Intro. Mir ist bewusst, dass ihr alle schon wisst, wo die Tiefseedrachenechsen sind. Trotzdem nochmal ganz kurz zur der Vollständigkeit halber. Die sind hier in der Mitte unter diesem leuchtenden Turm in Enkanomia. Das heißt, ihr fangt ja hier unten an, geht hier ein bisschen durch, werdet hier auf den Inseln so ein bisschen erkunden und dann nach ein paar Quests werdet ihr irgendwann feststellen mit diesem Ruinenforscher, dass diese hier freigeschaltet werden. Dann habt ihr hier ein kleines Loch. Und innerhalb dieses Turms, wo ihr reinspringen könnt und dann geht auch direkt der Kampf los, weswegen auch ich hier noch oben stehe. Kurz zum Team. Mein Team ist einmal, wie die letzten Bossguides über auch, einmal Ningguang für den Fernkampf. Tatsächlich hat sich für mich erübrigt, dass Fernkämpfer wie sie, die sehr viel Damage machen über den Distanzkampf, sehr gut geeignet sind gegen verschiedene Bossfights, Bosse, zumindest bei den letzten, neuesten Bossfights. Dann haben wir den guten Bennett mit seinem Feuerangriffen und seinem Heal, den er anwenden kann, plus Damage Boost für Ningguang aus der Distanz, ist er natürlich ein wertvoller Charakter. Dann haben wir Xingqiu für die Verdampfenreaktion mit den Pyro-Characters hier im Team. Außerdem hat er Healing und Schild durch die Schwerter und er kann mit seiner Q, mit seiner ultimativen Fähigkeit, unglaublich viel Support Damage leisten. Dann haben wir noch Shangling, die ebenfalls viel Support Damage leisten kann. Außerdem ist hauptsächlich ist sie hier beim Team, um den Damage Boost von der Pyro-Team-Vereinigung zu übertragen. So, springen wir doch einfach mal direkt in dieses tiefe Loch des Verderbens und treffen uns mit den beiden süßen Echsen. Wir kämpfen erstmal nicht, wir analysieren nur deren Kampfverhalten. Und interessant zu wissen, auf jeden Fall im Vorhinein ist bereits, dass nur die Elektro-Echse entsprechende Fernkämpfe benutzt. Die Eis-Echse hat zusätzlich zu Fernangriffen auch Nahkampfangriffe. Ihr müsst also eigentlich nur wissen bei der Eis-Echse, dass sie Nahkampfangriffe einsetzt. Die andere ist ungefährlich. Was die Elektro-Echse aber deswegen auch macht, dadurch, dass sie nur diese Fernangriffe einsetzen kann, sie hockt sich oben auf diese Türme rauf und versucht uns von dort aus zu snipen. Ein typischer Sniper-Kämpfer sozusagen. So, wenn wir die also von diesen Türmen runterschubsen, dann können wir sie auf jeden Fall extrem krass damagen, ohne dass sie sich wehren kann. Und das für eine ganze Weile, weswegen es nicht Sinn macht, das zu tun, was ich jetzt tue. Und zwar will ich diese Türme zerstören. Ja, vielleicht sollten wir erstmal diesen Angriffen ausweichen. Interessanterweise braucht man immer nur einen Schritt vorgehen zwischendurch. Damit kann man diesen Angriffen schon ganz souverän ausweichen. Die sind tatsächlich deutlich weniger gefährlich, als sie den Anschein machen zu Beginn. Hoppala, ich sehe nichts. Was, man kann ins Wasser fallen? Okay, das ist mir auch neu. Scheiß Wasser! Da musste ich sie glatt einmal kurz healen. Sorry für den Cut, aber damit habe ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet. Ja, ihr seht, diese Dame da hinten ist wieder ordentlich am Snipen. Also wir haben ihre Türme noch nicht alle zerstört. Dementsprechend wird sie immer wieder auf diese Türme raufspringen und uns versuchen zu snipen. Dafür ist Ningguang natürlich ganz schön, da sie mit ihren Auto-Tags aus der Distanz in der Theorie diese Türme zerstören könnte. Allerdings visiert sie immer die Eisechse an, weil sie immer sich näher an uns dran befindet. Naja, wie gesagt, immer das gleiche Prozedere bis hierhin. Sobald diese Drachenechse aber keine Türme mehr hat, die Elektroechse, wird sie versuchen, ja, ist sie eigentlich outplayed, kann man sagen. Die kann nichts mehr tun, außer entsprechend auf dem Boden zu stehen und euch zu snipen, was natürlich deutlich weniger effektiv ist. Es ist unglaublich, wie lächerlich der Fight eigentlich ist, wenn man sich das mal in Ruhe anschaut. Ihr beobachtet die Elektro-Echse, sie schießt die ganze Zeit nur aus einer Position heraus ihre Elektroangriffe raus. Es ist einfach nur schwach. Die Eisechse hat zwischendurch immer mal diese ekligen Angriffe, wo sie so ein Eisfeld entstehen lässt, innerhalb dessen wir erstmal kein Damage nehmen, außer wir werden von den Eiszapfen getroffen, die sie da erstellt. Außerdem hat sie auch Nahkampfangriffe und diesen Eiskugel-Fernkampfangriff. Ich glaube, der
Ah ne, und zwischendurch machen sie halt immer das, genau. Es ist halt tatsächlich relativ Flowbob-mäßig, wie schon gesagt. Ja. Dann kann man sein Schild setzen, entweder von Lingguang, oder man geht halt immer so ein paar Schritte vorwärts. Also mehr muss man da tatsächlich nicht machen. Wenn man natürlich einen Shield-Character hat, dann könnte man diese Phase optimal nutzen, um ordentlich Damage auszuteilen. Ich denke mal, wir werden jetzt auch mal uns von der Analyse fern, ja, wegbewegen und einfach mal ordentlich Damage machen. Hier kann man einfach einen richtigen Moment dashen, um den Gegner auszuweichen. So, abschließend gesagt. Jetzt geht's aber wirklich in den Damage-Modus rein, wo wir einfach mal volle Breitseite reinballern. Das ist tatsächlich mal schön, jetzt auch mal normal spielen zu können. Dann kriegen die mal ein bisschen was ab hier, die Schweine. Ich glaube, man kann tatsächlich eine zuerst besiegen und die andere dann entspannt danach. Oder wachen die wieder auf? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe das tatsächlich jetzt nicht getestet, denn im Elbis ist das teilweise so, dass das ist dem teilweise so. Aber ja, nicht zuverlässig. Wir töten mal eine zuerst. Einfach nur der Spaßeshalber. Oder? Machen wir spaßeshalber? Oh, den Angriff hatte ich jetzt gar nicht mehr im Hinterkopf. Wo die sich hier in der Mitte befinden. Wo man einfach mal schön die Teamwork is Dreamwork Geschichte einsetzen kann. Achso, wir wollten den Eistypen ja zuerst killen, ne? Oh, und sobald man eine richtig am Limit hat, fängt die Elektrodrachen-Echse in der zweiten Phase dann auch richtig an loszulegen hier. Ist das schön. Ja, dann habe ich tatsächlich meine Vorbereitung ein bisschen unterschätzt. Ich habe zu wenig gemacht. Ich habe zu wenig getan. Oh! Okay, dann werden sie auch deutlich gefährlicher. Ach, ich habe die Eisechse quasi im Arsch. Jetzt ist sie quasi tot. Die ist tot. Das ist das, was jetzt passiert ist. Ich habe sie umgebracht. Diese 1 HP da, das ist, als hätte ich sie besiegt, so wie ich das gerade verstehe. Und dann fängt die Elektrodrachenechse auf einmal nämlich an, den Job der Eisechse mit zu übernehmen. Das ist spannend. Die hat plötzlich genau die gleichen Angriffe wie die Eisechse. Hat dann aber zusätzlich immer mal wieder den Angriff des Eisechse als Support in dem Sinne. Oh, da haben wir den Support. Alter Falter. Da hat's aber reingekracht. Ja, da passt man einmal nicht auf und dann hat man nur Theater, ne? Das ist halt immer so. Wir beobachten weiterhin das Kampfverhalten jetzt, wenn wir mal wieder, wo wir jetzt merken, dass das ja doch relativ wandelbar ist der Fight noch. Wir müssen halt hier jetzt ein bisschen aufpassen, dass die Eisechse in unregelmäßigen Abständen, egal wo man sich auf der Kampffläche befindet, immer mal wieder solche Eiskristalle rausschießt. Was eigentlich kein Problem ist, da man den Feind ja wirklich schnell genug tot kriegt. Es ist eigentlich überhaupt kein Problem. Gut, wollen wir dann mal den Schlussstrich ziehen, machen wir sie fertig und haben dann auch vollständig diesen Kampf bestritten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt erst gedacht, ich nehme das Video nochmal neu auf dafür, das mache ich sonst immer. Dadurch, dass das hier aber sehr schöne Wendungen genommen hat, würde ich es dabei belassen und hoffe mal, dass das sogar die beste Variante ist, die ich euch liefern kann. Sollte euch das missfallen sein, dann lasst das bitte in den Kommentaren einmal raus, damit ich das für die Zukunft weiß. Für mich wäre es jetzt auf jeden Fall ein guter Try, trotz allem, auch wenn das jetzt ein bisschen hin und her war und dem Cut und so. Ich will jetzt aber auch gar nicht lange rumschwafeln. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, abonnieren, dann freue ich mich. Und ja, kommt gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.